Willkommen zusammen zu einem neuen Video. Ich habe mir hier einige neue Produkte gekauft, um zukünftig eine bessere Video- und Fotoqualität für euch zu haben. Und die werden wir jetzt gemeinsam mal alle nach und nach auspacken. Ich würde sagen, wir fangen an mit der neuen Kamera. Vorweg zu sagen, ja, das Ganze hier ist keine Werbung oder so. Ich habe die mir gekauft. Ich bekomme dafür nichts. Deshalb sollte das einmal erwähnt sein. Ja, ich habe hier die Sony Alpha 7 R3. Und da schauen wir jetzt mal rein. Da kommt erstmal jede Menge Produktdatenblätter raus. Ladekabel. Und was haben wir denn dann da noch drin? Ich glaube, jetzt seht ihr relativ wenig. Wir haben hier so ein schickes Bändchen. Das wird wohl das Ladegerät sein. Mal diverse Kabel. Das müsste die Kamera sein und mal kurz schauen, was da noch rauskommt. So, ein Akku kam noch raus. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit dem Herzstück hier an. Das ist es, das hübsche Teil hier. Die Sony Alpha 7R Mark III. 42 Megapixel, ISO 100 bis 32.000. Ja, 10 Bilder pro Sekunde. Serienbilder quasi und vieles mehr. Mit der wird es zukünftig Videos und Fotos geben. Bevor wir uns die anschauen, schauen wir erstmal, was wir hier im Detail haben. Wir haben hier einen Akku. Den müssen wir wohl als erstes laden. 2000 irgendwas Milliampere Stunden hat er. Genau, 2280. Wir haben hier ein Ladegerät. Da kann der rein. Und Netzteil dazu. Das ist das Falsche sowieso, das passt hier eh nicht. Wir brauchen hier einen deutschen Netzstecker. Aber, ja, spannend, dass sie sowas mitliefern. Dann können wir das direkt mal ans Netz anschließen, damit wir gleich ein bisschen Strom haben. Was ist noch hier drin? Dann haben wir noch ein USB-Kabel. USB-C. Ich denke, den brauchen wir, um die Videodateien und Fotos zu übertragen. Und was bist denn du? Eine Zusatzhalterung. Und dann haben wir hier noch den Gurt, um die Kamera zu tragen, der dann hier rechts und links befestigt werden muss. Ja,
Und wenn man so eine hübsche Kamera hat, was braucht man dann noch? Logisch, ein Objektiv. Ich habe hier ein Sony 2405 F4. Schauen wir da mal rein. Einmal auspacken. Mal extra verpackt hier. Nicht nur einmal, sondern extra hier in so einer Ledertasche. Richtig edel. Ja, da wäre das hübsche Teil. Komm dann hier vorne drauf. Und dann kann es losgehen. So. Das Display hier an der Kamera kann man hier so rausklappen in verschiedenen Richtungen, je nachdem, wie man gerade aufnimmt und filmt. Und damit das Display geschützt ist, gibt es ein extra Produkt. Und zwar kennt sicherlich vom Handy ein Glas, was hier oben drüber kommt, damit die Oberfläche perfekt geschützt ist. Da sind vier Stück drin, plus die üblichen Putzelemente. Im Übrigen, falls ihr euch für eines der Produkte interessiert, ich habe natürlich alle in der Videobeschreibung verlinkt. Da ist das hübsche Ding. Was kommt denn hier drauf? Weiter habe ich dann hier nochmal ein Original Sony-Akku, Ersatzakku quasi. Falls Akku Nummer 1 leer geht, wenn man mal ein bisschen länger unterwegs ist, kann immer einer laden und der andere kann in der Kamera sein. Ja, und was darf nicht fehlen? SD-Karten. 128 GB. Ja, die wird man jetzt nicht so schnell voll bekommen und ich mache gerne die SD-Karte raus, wenn ich einen Teil abgeschlossen habe, weil kann ja immer mal passieren, dass da irgendwas kaputt geht und wenn die Daten weg sind, wäre es fatal, aber vielleicht ist man auch länger unterwegs und nimmt viel Videos auf, dann braucht man natürlich auch viel Speicherplatz. Zudem habe ich hier 170 MB. Pro Sekunde können die aufnehmen. Es gibt noch welche, die können 300 MB die Sekunde aufnehmen. Die habe ich aber nicht genommen, da verschiedene Tests zu dieser Kamera gezeigt haben,
Diese Kamera kann intern so 125, 130 MB die Sekunde verarbeiten, auf die SD-Karte schreiben. Jetzt zum auf den PC kopieren. Ja, könnte es schon schneller gehen, klar. Aber da muss natürlich auch das Kartenlesegerät dann jeweils mitmachen. Und aus dem Grund, die 300er, die wären mehr als doppelt so teuer gewesen. Deshalb dachte ich mir, die 170er, die reicht jetzt erstmal. Ja, da hätten wir das hübsche Teil. Sogar schöner Goldschriftzug hier oben drauf. Die kommen dann in die Kamera rein. So, das ist jetzt erstmal alles, was wir ausgepackt haben. Aber eine Sache fehlt noch. Und zwar eine Tasche, wo das Ganze drin transportiert wird. Die habe ich hier. Und die packe ich auch mal schnell aus. So, da hätten wir die hübsche Tasche ausgepackt. Und machen wir die mal auf. Ich muss mir erstmal hier in der Mitte alles einrichten. Aha. Wäre so ein leerer Kasten, wenn wir dann so einlagen mit Klett, wo wir dann das Ganze hier abteilen können. Wir haben hier an der Seite eine Öffnung, wo wir quasi von oben die Kamera so reinpacken könnten. Und dann rechts und links jeweils abtrennen für irgendwelche Objektive oder ähnliches. Wir könnten die beispielsweise in etwa so einrichten. Und dann je nachdem, wenn die Kamera hier drin ist, mit Objektiv bräuchte sie sehr viel Platz. Ohne Objektiv bräuchte sie nicht so viel Platz. Könnten wir das so abteilen. 1, 2, 3, 4 Kammern, wo man dann Sachen reinpacken kann. Hier von der Seite Schnellzugriff auf die Kamera, so eine Umhängetasche mit so einem Gurt, einmal quer um den Körper rum und hier oben gibt es dann noch einen Platz. Ne? Das ist so ein kleines Fach, da kann man dann Akkus, Ladegerät, SD-Karten und so reinpacken. Und ich denke mir, da wäre auch Platz für GoPro. Und hier an der Seite, ja, da ist noch so Getränketasche oder Stativ oder ähnliches. Somit habe ich hiermit erstmal eine gute Grundausrüstung. Neue Kamera zum Filmen und Fotos machen. Und kann euch damit ja, richtig geniale Qualität liefern. Wenn ihr darauf gespannt seid, dann lasst unbedingt ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann könnt ihr euch auf die nächsten Videos freuen und Fotos. Fotos kommen hauptsächlich auf Instagram. Link dazu in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal auch reinschauen.
Und ich werde zukünftig auch hin und wieder mal ein Video über die Kamera, die Ausrüstung hier machen, Erfahrungsberichte teilen, wie es halt so läuft. Und ihr seht es ja dann eh an der Qualität der Fotos und Videos. Gut, für dieses Video war es das. Sollte kurz und knapp ein kleines Unboxing sein. Ich denke, das war's auch. Mehr Details dann in anderen Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.